Willkommen bei Hornet on Tour. Wir sind immer noch unterwegs hier bayerischen Raum, Rhön in der Gegend. Wir erkunden hier die Gegend etwas, haben uns spontane Ziele rausgesucht, die uns der Rhönschrat geschickt hatte, und wir sind jetzt unterwegs zu einer Burg, wenn ich mich recht erinnere, und da nehmen wir euch dann gerne mit. Hier bei diesem zauberhaften Wetter, da haben wir richtig Glück gehabt. Also da bin ich richtig begeistert. Während bei uns ziemlich kalt ist und ab und zu auch regnet, haben wir hier herrlichsten Sonnenschein bei 25, 26 Grad. Ja. So, dann genießt mal die Landschaft hier ein bisschen. Ich schmeiß mal ein bisschen Musik runter und melde mich dann, wenn wir bei der Burg sind. Ist diese Landschaft genial. Ich mag das total. Ja, was denn? Bei uns ist alles flach und hier ist genial. Hügelig, Täler, Berge. Na? Nee. Ach, ich weiß nicht. Also hierher ziehen, dann würde vielleicht irgendwann dieser Zauber verschwinden. Weil dann hast du es ja täglich vor der Tür, dann ist es ja nicht mehr was Schönes, was Wunderbares, wo du sagst, das willst du jetzt genießen, weißt? Dann ist es ja für dich irgendwann mal Alltag. Ist frei. Aber du weißt, wie ich meine, ja? Sehr? Ja. Ich sagte, du weißt, wie ich meine, ja? Ja, ja. So, was heißt hier ja, ja? Ja, ja heißt, leck mich am Arsch! Der ganze Tower wäre auf einmal verschwunden. Weiß nicht, das wäre dann irgendwie Alltag. Nichts mehr Besonderes. Jetzt ist das für mich in dem Sinne aufregend, was Besonderes. Ich bin so wie ein Schwamm, der das jetzt aufsaugen will, der das genießen will, weißt? Außerdem, wie heißt das so schön? Einen alten Baum verpflanzt man nicht. So cliche. See the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, hard, baby. Yeah, now I get it. You got heads turning, heads turning.
Ja, willkommen hier bei der Burgruine Schwarze Fels. Diese Burgruine wird instand gehalten von einem eingetragenen Verein und wird auch bezahlt von Spendengeldern und den Arbeiten von den Vereinsmitgliedern. Also das finde ich schon gar nicht so verkehrt, dass sowas dann erhalten wird. Die Adresse schmeiße ich mal unten in die Videobeschreibung rein. Also ich kann es nur jedem empfehlen, hier mal vorbeizukommen. Eine grandiose, schöne Aussicht. Hervorragend. Also sowas mag ich denn schon wieder. Solche Orte, die man so besucht, wo eigentlich nicht großer Besuchermagnet ist, aber es eigentlich wert wäre, solche Orte zu besuchen. Also ich habe vorhin gerade gelesen, dieser Ort wird auch für viele Veranstaltungen genutzt, für Feste, für Jahrfeiern. Diese Burg ist von unten schon von Weitem zu sehen. So dass das hier für die Einheimischen eins der Hauptziele ist. Aber schaut euch mal die Aussicht an. Ist das genial. Ja, und dieser Tipp kam natürlich auch wieder von Ralf von Rönschrat. Fahrt mal hierher, sagte er. Guckt euch das mal an. Das ist doch mal ein Point, der ein Besuch wert ist. Das war wieder ein Satzbau. Ja, gehen wir mal weiter. Jetzt wird es dunkel. Und so sehen wir das mal auch von der anderen Seite. Ein Ausblick, Wahnsinn. Hervorragend. Also Ralf, du hast da nicht viel versprochen. Das ist richtig genial. Ich weiß nicht, ob die Kamera das auch so einfängt, wie ich es hier so sehe. Es ist schon grandios. So, wir werden auch auf den Turm nochmal hochgehen und zwar den Ausblick da mal genießen. Da nehme ich euch dann auch mit. Hätte ich gerne mal als Kind Ritter gespielt. So. Ich weiß nicht, wie das Licht das jetzt mitmacht von der Kamera. Es könnte jetzt dunkel werden. Das ist das Schöne, dass man hier überall umherlaufen kann. Wahnsinn. Also ich würde vermuten, dass das hier verschiedene Sims sind, Handläufe von Treppen und sowas alles, was hier aufbewahrt wird. Ja, steht ja auch hier dran, Geländerbogen. Verschiedene Gesimse und Gewände. Also hervorragend. Da haben wir noch ein kleines Fenster, wo wir vielleicht rausgucken können. Hier könnten ein Stückchen weiter, ich nicht. Genial. Ich mag sowas.
Ich denke mal, der Michel ist dann auch dabei, denn der liebt ja auch alte Burgen. So, wollen wir uns jetzt mal wagen, da oben rauf, auf den Turm, auf diesen Turm. So, das Keuchen kann ich euch jetzt nicht ersparen, aber wir werden uns mal jetzt rauf begeben. Turm bei Gewitter nicht betreten. Moment. Ein Gewitter ist nicht in Ansicht. Dann mal rauf. Es klappert, es klappert. Hinauf. Und das mit Motorradklamotten. Mir läuft jetzt schon das Wasser. Baugeschichte ein bisschen, aber das solltet ihr lieber selbst lesen. Wie gesagt, es ist ein Besuch wert. Und jetzt werden wir die nächsten Etagen klimmen. Oh. Wir sind fast oben. So, eine halbe Treppe noch hoch. Na, wenn das sich nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. Da lohnt sich auch mein Geschnaufe, sich anzuhören. Da unten stehen wir mit den Motorrädern. Ist doch genial. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mal ein Like da. Auch ein Kommentar, würde ich mich sehr darüber freuen. Oh, das geht tief runter. Über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Und sonst, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, abonniert ihn. Und so verpasst ihr keine aktuellen Filme mehr. Bis dahin sage ich mal, kickt mal wieder in. Für die, die es nicht verstanden haben, schaut mal wieder rein. Bis dahin, euer Hornet on Tour. Übrigens,
Es soll der längste Tunnel für Eisenbahnen oder für den ICE sein, der da vorne sein soll. Ich bin mir dann mal nicht sicher, schreibt mir das mal rein in die Kommentare. Könnte sein, aber wir werden sehen. So, bis dahin. Ciao, ciao.